So, hallo, ihr Lieben. Ja, die anderen Leute. Das zu verstehen, was die anderen Leute in unserem Leben bedeuten und dass es wirklich nichts anderes als eine Reflexion von uns, von unseren Annahmen, Überzeugungen, Rückschlüssen ist, was die anderen Menschen uns reflektieren und zeigen. Insbesondere unsere Überzeugungen. Unsere Überzeugungen, die laufen die ganze Zeit in unseren Gedanken. Was wir über uns glauben, was wir über die Welt glauben, was wir über die anderen Leute glauben, läuft in einer Non-Stop-Schlaufe in unserem Kopf. Und es ist das Allerwichtigste, dass wir uns bewusst sind, wo unser Fokus liegt. Und unser Fokus liegt nun mal dort, womit wir uns beschäftigen, worüber wir nachdenken und wovon wir überzeugt sind. Ja, mein Name ist Patricia Dender. Herzlich willkommen bei meinem Kanal. Mein Kanal beschäftigt sich damit, dir möglich zu machen, all das zu manifestieren, was du willst, weil du kannst es. Wir sind Schöpferwesen. Wir sind Manifestoren. Wir manifestieren die ganze Welt da draußen. Unsere Welt ist unsere Welt. Niemand hat freien Willen. Niemand kann uns irgendetwas versauen, vermiesen oder kaputt machen oder unmöglich machen, außer wir selber. Wir müssen uns als diese Schöpfermacht und Schöpferkraft verstehen und wissen, wodurch diese Energie, diese Vorstellung generiert wird, die wir dann im Außen sehen, respektive die uns reflektiert wird. In diesem Video möchte ich, es wird vielleicht ein längeres Video, ich probiere etwas aus, lass dich überraschen, dir wirklich ganz genau erklären, ich schaue hier auf meine Notizen, wie das wirklich funktioniert. Gedankenübertragung ist real. Jeder Mensch denkt, was du denkst, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und du weißt eben oft gar nicht, was du denkst, weil diese Gedanken, die sind so leise, die sind so normal, die sind so natürlich, weil sie dir so bekannt vorkommen, weil sie ein Teil von dir sind, dass du gar nicht mehr merkst, dass dieser Teil von dir sich immer wieder reproduziert, sich immer wieder reflektiert. Und so zeigen sich einfach die Dinge im Außen. Gerade in Bezug auf andere Menschen, wenn du dich nicht angenommen, nicht unterstützt, nicht geliebt, an zweiter Stelle, unwichtig, was auch immer wir für Gefühle haben, für Annahmen haben in Bezug auf andere Menschen. Es sind wir. Ich treffe meine Annahmen. Ich habe Überzeugungen. Ich übersetze Realität. Ich übersetze, was sich draußen in der 3D-Welt mir zeigt. Das läuft durch meinen Übersetzer, durch meine Annahmen, durch meine Rückschlüsse, durch das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Und das ist Gesetz. Und ich möchte das jetzt mal erklären, wie das funktioniert. Insbesondere auf in Wechselwirkung zwischen Mann und Frau in einer Beziehung, sei es eine Liebesbeziehung, sei es eine sonstige Partnerschaft, Freundschaftsbeziehung. Es ist völlig egal, wie du diese Beziehung nennst. Es funktioniert 100% so. Also bleib dran, vielleicht geht es ein bisschen länger. Ich werde auch noch Beispiele von mir selber bringen, wo ich mir wirklich genau das manifestiert habe, was ich nicht wollte, wovon ich mich abgrenzen wollte, wo ich genau gesagt habe, das will ich nicht mehr und ich tue alles dafür, dass ich es nicht mehr erlebe. Und dadurch wurde es natürlich noch mal erlebt. Weil ich erlebe alles, womit ich mich beschäftige. Ich erlebe alles, wovor ich Angst habe. Ich erlebe alles, was in meinem Bewusstsein ist, was
ich nicht will oder will. Es ist nun mal in meinem Bewusstsein. Und wenn es in meinem Bewusstsein ist, dann wird es outgepusht, dann wird es manifestiert, dann wird es kreiert, ob ich das will oder nicht. Man muss mich reflektieren. Die Menschen da draußen müssen das reflektieren, was ich annehme über mich und über sie. Und deswegen bin es immer ich, die die Annahmen und Überzeugungen trifft. So, also, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Hier kommt mein männliches Pendant. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Handy, dass du dir das wirklich, wirklich vorstellen kannst, wie das funktioniert. So, mein männliches Pendant, meine Reflexion, mein Partner, mein Freund, das soll dieses Bild da drüben, also das hier mit dem Bart, soll dir zeigen, dass wie der Spiegel funktioniert. Ja, vielleicht kann man das wirklich so sehen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich das wirklich gut erklären kann. Und dann ist mir das hier eingefallen. So, jetzt bin ich hier mit meinem Spiegel. Ich schaue genau meinen Partner an, meine Reflexion an. Mein Partner sitzt da und hat einen Ausdruck, hat eine Energie und ich sage, was mit ihm los ist. Ich fange an, ihn zu sehen. Ich fange an, sein Gesicht zu lesen, seinen Gesichtsausdruck zu lesen, seine Energie zu lesen, in ihn hineinzugehen. Der ist schlecht drauf. Der ist nicht bei mir. Ich interessiere ihn nicht, der interessiert sich nicht für mich, der interessiert sich für andere Sachen. Er ist völlig abweisend, er ist distanziert, er ist heiß und kalt mit mir. Wir haben keine Verbindung mehr. Ich fühle mich abgelehnt. Und genau das sagst du zu ihm. Ja? Stell dir vor, es ist wirklich nur eine Projektion deiner Gedanken, deiner Geschichten und deiner Stories. Und diese Gedanken, die du hast, die sind wie ein Kommando für dein Gegenüber. Du willst mich nicht. Du bist nicht an mir interessiert. Du möchtest mich nicht unterstützen, du bist nicht für mich da, mit dir kann man nicht reden und so weiter und so fort. Und dein Gegenüber kriegt jeden einzelnen Gedanken mit. Er merkt ganz genau, dass du sagst, rede nicht mit mir, interessiere dich nicht für mich, mag mich nicht. Das ist alles ein Kommando. Du sitzt da alleine in deiner eigenen Show und gibst deinem Counterpart, deinem Gegenüber, deinem Mitspieler eine Rolle, die er zu spielen hat. Und diese Rolle kommt aus dir heraus, aus deinen höchsten, größten Ängsten, weil du befürchtest, dass du nicht unterstützt wirst, dass du nicht gewollt bist, dass du nicht geliebt bist, weil du das natürlich schon so oft in deinem Leben wiedergespiegelt bekommen hast. Und ich habe ein Video gemacht, das findest du auch hier auf meinem Kanal, wo wir einfach geboren werden als die Reflexion unserer Mutter respektive unserer Eltern. Und dann meinen wir sind die Reflexion. Und wenn wir dann diese Identität annehmen, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht unterstützt, ich werde nicht gehört, ich bin immer letzte Priorität, niemand interessiert sich für mich. Wenn du glaubst, dass du das bist, dann pushst du das immer wieder aus, dann siehst du das. Dann siehst du das in diesem Typen mit dem Bart, in deinem männlichen Counterpart, in unserem Sinne. Wenn du das als Mann siehst, musst du es natürlich umdrehen. Aber dann bin ich drauf gepolt, jeden Anlass
wo der andere mir gibt, dazu zu nutzen, immer wieder zu sagen, quasi in meinem Kopf, ich habe es ja gewusst. Hier bin ich wieder nicht gewollt. Hier bin ich wieder nicht wichtig. Hier werde ich wieder nicht akzeptiert. Hier werde ich wieder nicht respektiert. Und das Gemeine an dieser ganzen Sache ist, weil wir so in dieser Identität noch stecken, wenn wir sie nicht geändert haben, wenn wir unsere Divine Design Identität, unser Divine Design Selbstkonzept noch nicht verinnerlicht haben, spielen wir das immer wieder aus, weil unser Hirn, unser Ego meint, der will ja verhindern, dass es nochmal passiert. Also hat er das Gefühl, es ist sicher, hier ein Frühwarnsystem laufen zu lassen. Ja? Also ein Frühwarnsystem laufen zu lassen, wo du das Gefühl hast, ja, es ist besser, wenn ich das frühzeitig erkenne, dass der andere mich gar nicht so wirklich will, dass er nicht ehrlich ist, dass er nicht committed ist, dass er was anderes will als ich. Ja? Das ist dieser Ego-Mind, dieses Ego-Mind-Selbstverständnis, das ist dieses Selbstverständnis, das wir mal angenommen haben und bewusst so lange weitertragen und von anderen reflektiert bekommen, bis wir erwachen, bis wir es schnallen, bis wir kapieren, Scheiße, ich mache das. Ich gebe hier meinem männlichen Counterpart, ich gebe ihm die Anweisung, ich sage, ich bin nicht geliebt. Zeig's mir. Ich werde nicht unterstützt. Ich bin eine Frau, ich werde nicht unterstützt. Man hat mich immer fallen lassen. Man ist mir immer in den Rücken gefallen. Ich konnte mich nie auf Menschen verlassen. Sorge dafür, dass ich mich nicht auf dich verlassen kann. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du darfst mich nicht mögen, weil ich bin jemand, der nicht gemocht wird, nicht geliebt wird, nicht bedingungslos geliebt wird. Dann suche ich wieder Bedingungen in meinem Kopf, die dann im Außen passieren. Ja, dann sehe ich zum Beispiel ihn, wie es ihm nicht gut geht, oder dann sehe ich, wie er keine Lust hat auf das, was ich möchte. Und weil ich da ja doch schon davon ausgehe, aber da bin ich mir nicht bewusst. Wenn ich mir bewusst bin, dann weiß ich, dass ich jedes Mal schon Vorannahmen treffe, wie etwas ausgehen könnte, weil ich das halt so gewohnt bin. Und wenn ich mit dieser Vorannahme in einer Situation und in einer Beziehung bin und weiß, ja, wenn ich was Spezielles will oder wenn ich happy sein will, wenn ich, das war bei mir so, oder wenn ich mal tanzen gehen will und wenn ich mal wirklich Spaß haben will und wenn ich mal einfach ein gutes Leben zelebrieren will, dann kommt immer jemand oder etwas und versaut es mir. Ja? Das war so zum Beispiel bei mir eine Grundannahme, die ich von früher hatte, ja? Weil meine Alkoholikermutter nie Rücksicht drauf genommen hat, immer wieder den Alkohol und ihre Exzesse vorgezogen hat als mir, was ich gebraucht habe als Kind, ja, und jedes Mal, wenn ich mich auf irgendwas gefreut hatte, da konnte ich die Uhr drauf stellen, zwar natürlich nicht, weil ich mich auf irgendetwas gefreut habe, sondern weil sie halt permanent so war in ihrem Alkoholismus, wo sie wirklich gefangen war in diesen Dingen. Aber ich als Kind habe diese Rückschlüsse gezogen. Ich habe immer, wenn was für mich wichtig ist, kommt einer daher und versaut es mir. Wenn ich mich auf was verfreue, dann kommt irgendeine Situation und macht es mir kaputt. Ich muss immer hab Acht und darauf bedacht sein. Ich muss jeden Moment damit rechnen, dass irgendein Mensch, insbesondere die nächsten Menschen, nicht wollen, dass ich mich des Lebens freue, weil es so in mir abgespeichert war, dass wenn ich mich des Lebens freue, wenn ich irgendwie positiv gestimmt bin, dann versaut es mir jemand. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich das bin durch meine Annahmen und Rückschlüsse. Ich bin schon durch die Welt gegangen und habe immer wieder meine Partner gesehen und habe gesehen, so, womöglich hat er keine Lust, womöglich möchte er jetzt nicht mit mir feiern,
ich bin wieder die zweite Priorität. Wenn ich was will, dann ist es wieder nicht wichtig. Dann zieht man nicht mit, dann unterstützt mich mein Partner nicht. Das waren alles meine Gedanken, verstehst du? Und genauso ist es bei jedermann. Diese Gedanken werden reflektiert. Wir machen unserem Partner, deswegen schau dir das Video an, zu unserer Mutter. Und wir haben genau diese Annahmen. Und wenn wir das nicht verändern, wenn ich meinen Partner nicht so sehen kann und ich schaue ihn an und ich sage, du liebst mich, egal was ich will, du bist bei mir, auf meiner Seite, egal was ich will, ich bin das Größte, das Großartigste für dich, weil ich mich selber so fühle, weil ich plötzlich weiß, dass ich großartig bin, weil ich weiß, dass ich geschätzt werde, weil ich weiß, dass ich Divine Design bin, weil ich weiß, dass ich immer bedingungslos erwünscht bin, weil ich weiß, dass ich geliebt bin, weil ich weiß, dass ich großartig bin, weil ich das wirklich, wirklich weiß und weil ich dieses menschliche Design verlassen habe und damit eben auch diese ganzen Gedankengänge und Zusammenhangsgänge und Analysegänge, die kann ich alle in die Tonne schmeißen von früher, die brauche ich nicht mehr, aber ich brauche diese Erkenntnis. Ich muss das Wissen der Energie haben, des Verstehens, wie alles ein Push-out ist von mir, wie alles meine Reflexion ist, wie alles mein Spiegel ist. Und dass ich die anderen dazu anstifte, indem ich in meinen Gedanken ihnen sage, was sie von mir halten, was sie von mir denken. Aber ich sage es eben aus der Position heraus, aus meinem Human Design, aus meinem Kind Design, deswegen denken wir so viel inneres Kind heilen, sage ich dem anderen immer wieder, wie er über mich denkt und was er für mich will. Und er hat keinen freien Willen. Dein Gegenüber hat keinen freien Willen. Du sagst ihm immer wieder, wer du bist. Und wenn du immer wieder sagst, ich bin nicht gut genug in deinen Gedanken oder womöglich könnte ich abgelehnt werden, weil vielleicht habe ich das falsch gemacht, vielleicht habe ich das nicht verdient, vielleicht gehöre ich hier vielleicht doch noch irgendwie gestraft oder kritisiert. Und das ist auch das, was ich meine mit Self-Confidence, aber Self-Confidence von deinem Divine Design aus, von deinem göttlichen Design, dass du, sag ich mal, begreifst, dass du als Engel auf Erden hierher gekommen bist und alles, was du früher manifestiert hast in deinem Leben, was dich eingeschränkt hat, ist nur deswegen in dein Leben gekommen, weil du dich eben nicht als diese göttliche Version deiner selbst, als diesen God-State, als diese absolute, bedingungslos geliebte, perfekt anerkannt, gewollt, unterstützte Persönlichkeit gesehen hast. Und dieser Switch, diese Verkörperung deines Divine Designs, deines Seelendesigns, nenn es wie du möchtest, das ist der Schlüssel, weil alles, was du da draußen siehst, ist eine Reflexion deines Ich Bin. Und du musst verstehen, dass dein Kopf denkt aus diesem Zustand heraus. Ich bin großartig, göttlich, geliebt und unterstützt. Was denken dann die anderen über dich? Dann schau dich dein Gegenüber an und denkt eben auch, du bist großartig, du bist geliebt, du bist unterstützt von mir. Ich möchte alles für dich tun, damit du glücklich bist. Du bist das Glück meines Lebens. Du bist die Liebe meines Lebens. Du warst es schon immer. Aber damit dir jemand anders all diese Dinge sagen, respektive zeigen kann in seinem Verhalten, musst du überzeugt davon sein, dass das deine wahre Identität ist, dass das dein Ich Bin ist, dass das dein Zustand ist, in dem du verdient hast, in dem du gerufen wirst, durchs Leben zu laufen und nicht als diese kleine Version von dir, die glaubt, sie ist ausgeliefert, aber du bist nur deinen eigenen Gedanken, Ansichten und Überzeugungen ausgeliefert und aus diesem Grund kannst du sie ändern und es fängt immer bei dir selber an, bei deinem Selbstkonzept und bei deinem Divine Design Selbstkonzept und dann kann dir deine männliche Version eben nur sagen,
Du bist alles, was ich will. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich bin hier, um dich glücklich zu machen. Ich bin hier, um mit dir zusammen dein großartiges, wunderbares Leben zu manifestieren. Ich bin an deiner Seite. Ich bin dein Pushed Out. Ich sage, wie großartig du bist, wenn du mir sagst, wie großartig du bist. Ich kann dir sagen, dass ich nur mit dir zusammen sein will, wenn du erkennst, dass du, wenn du bei dir bist und mit dir zusammen bist, dass ich dann gleichzeitig mit dir zusammen bin. All diese Sachen. Und dass es eben nicht mehr das stattfindet, dass dein Gegenüber dir sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht, ich möchte lieber woanders sein. Ich weiß nicht, das passt mit uns nicht. Ich habe keine Gefühle mehr für dich. Übernimm volle Verantwortung, dass genau, wenn du das hörst, dass du das vorher gedacht hast, dass du gedacht hast, ich will dich nicht mehr. So gefällt es mir nicht. Ich habe keine Lust auf Auseinandersetzungen, Streits oder was weiß ich nicht was. Weil was passiert, und das ist das Letzte, was ich in diesem Video noch einbringen möchte, dieser unglaubliche Teufelskreis, dass du aufgrund dessen, was ich dir vorher erklärt habe, auch diese Mechanik, weil du suchst, siehst du irgendwann mal diese Version deines Partners, deines Gegenübers, es ist völlig egal, in welcher Art und Weise du die Beziehung definierst, mit der du nicht zusammen sein willst. Und dann fängst du an zu denken, das will ich nicht. Ich will dich nicht. Er hört, ich will dich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht mit dir zusammen sein. Nein, ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Und in dem Moment besprichst du eine Version, die du selber ablehnst. Und was ist dann los? Dieser Mensch verschwindet, dieser Mensch geht, dieser Mensch macht Schluss, dieser Mensch ghostet dich, aber nur weil du Gedanken hattest, so will ich dich nicht, das will ich nicht, so eine Reaktion will ich nicht, so eine Art, und da grenze ich mich ab und das will ich nicht, ja. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht, egal in welchen Ausformulierungen, du hast dich verschlossen. Und dein Gegenüber hat reflektiert. Er ist gegangen. Und das musst du verstehen und das musst du lernen umzusetzen. Hier geht es wirklich darum, dass du lernst, die Person zu sein, die du reflektiert haben möchtest. Dass du lernst, die Gedanken zu denken, die du hören möchtest von anderen. Über dich selber. Es ist eine absolut innere Arbeit. Es gibt keine Abgrenzung, es gibt nichts, du bist eins mit allem. Du kannst nicht sagen, du willst etwas nicht, weil jedes Mal ist dein Fokus auf diese Sache, die du nicht willst und du wirst sie bekommen, sie wird dir reflektiert werden. Weil wenn ich nicht will, dass jemand anders auf eine Art und Weise mit mir umgeht, dann bleibe ich dennoch diese Person, mit der man so umgeht. Weil wenn ich jemand bin, mit dem man super umgeht, mit dem man respektvoll, liebevoll, freundlich und nett umgeht, dann habe ich nicht diese Idee, dass ich meinem Gegenüber sagen muss, hey du, ich möchte, dass du freundlich bist. Ey du, ich möchte, dass du mich respektierst. Wenn du mich nicht respektierst, wenn du mir nicht zuhörst, wenn ich nicht wichtig für dich bin, dann gehe ich. Das heißt, du gibst ihm das Kommando und sagst, du hörst mir nicht zu, du respektierst mich nicht, du bist nicht wichtig für mich, du musst gehen. Und dann sitzen wir da und denken mir, scheiße, warum ist er gegangen? Scheiße, warum werde ich geghostet? Weil du selber dich genau als das fandst oder gefunden hast, was du eben nicht sein möchtest.
Und du hast dem anderen aber immer wieder diese Version gezeigt mit deinen Gedanken, Überzeugungen über dich und ihn, weil es kein Unterschied ist, was du über dich oder ihn denkst, kriegst du von ihm gezeigt oder sogar gesagt. Immer. Das ist Gesetz. Und wenn du dieses Gesetz verstehst, wenn du das wirklich zu 100% verstehst, kannst du es zu deinen Gunsten anwenden. Und der schwierigste Part, der kommt nach dem Verständnis, der ist dieses bedingungslose, krasse, selbstüberzeugte Umsetzen, Verinnerlichen, Verkörpern deines Divine Design Selbstkonzeptes, unabhängig von äußeren Umständen, weil wenn du immer weiter reagierst auf äußere Umstände, aus dieser persönlichen Identität heraus, die du vorher warst, bist du stuck, dann bleibst du stecken, du kommst nicht raus, es wird keine Veränderung geben. Du wirst immer wieder Personen anziehen, die dir genau dein Human Design Selbstkonzept so lange reflektieren, bis du dort aussteckst. Meine Coachings beziehen sich ganz genau auf diesen Prozess, auf, insbesondere auf die Umsetzung. Wenn du Unterstützung und Hilfe brauchst, buche 20 oder 60 Minuten 1:1 Session mit mir als Einstieg. Komm auf meine Homepage, komm in meine Social Media Gruppe, auf Facebook, Gratisgruppe, folge meine Instagram Posts, um zu erkennen, dass es für jedermann möglich ist. Aber du bist die Umsetzung, du bist alles in deinem Leben, du bist die Quelle, du bist das Bewusstsein, du bist die Energie, du bist der energetische Abdruck, du hast alles in der Hand. Nur nicht aus deinem menschlichen Design heraus, sondern du musst diesen Switch machen. Du musst erlauben, neu geboren zu sein. Du musst erlauben, diese höchste göttliche Version von dir anzunehmen, in deine Kraft, in deine Power einzutreten und keine Ausnahmen gelten zu lassen, weil es gibt keine Ausnahmen. Es ist, bist du, der sich in einem Zustand befindet, die sich in einer Realität befindet. Und diese Realität wird sich ausspielen. Und wenn ich in meinem Leben die Frau bin, die geliebt, unterstützt, gewollt, immer gewollt, in jeder Situation, immer getragen, immer versorgt ist, dann muss sich die äußere Realität mir so zeigen. Es gibt keinen anderen Weg. Aber bis dieser Switch gemacht ist, bis ich ganz, ganz fest von der einen Ego-Design, Umwelt, Gesellschaft-Design, Familien-Design, Mama-Design-Identität ausgestiegen bin und ganz sicher und safe weiß, wer ich wirklich bin, dann bin ich nicht mehr affected emotional, weil ich genau weiß, wenn ich im Außen etwas sehe, was gegen mich gerichtet ist, gegen meinen Wert, gegen meinen Respekt, gegen meine Liebe, dann liegt es nicht am Außen, sondern dann habe ich das wieder gemacht. Dann habe ich mich selbst wieder gegen mich gestellt. Dann habe ich selbst wieder eine falsche Ansicht von mir gehabt. Dann habe ich selbst wieder Gedanken gehabt, die ich ausgesendet habe. Und zum Ende dieses Videos, jeder deiner Gedanken kreiert, manifestiert und ist ein Befehl. Und mit Gedankendrehen und Gedankendiät kommst du nicht weiter. Du musst deinen ganzen Seinszustand in den erfüllten Wunsch, in dein erfülltes Divine Design bringen. Das ist der Weg zu einem erfüllten Leben, zu einer erfüllten Beziehung, zu einem erfüllten Business. Das ist der Weg in die Erfüllung, dass du erkennst, du bist schon lang die Erfüllung. Und wenn du die Erfüllung bist, all deiner Wünsche, dann ist dein Wunsch erfüllt. In diesem Sinne, bitte like, teile meinen Kanal, kommentiere, lass uns interagieren und lass uns das geilste und das großartigste Leben manifestieren, das wir uns nur vorstellen können.